Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Trollpatrouille, könnt ihr es aushalten? Anzunehmen bei Hauptmann Brendan, Insul Drag, an dieser Position. Allerdings könnt ihr nur die Quest haben, wenn ihr die wiederholbare Quest Trollpatrouille im Questlog habt. Diese Quest ist auch eine wiederholbare Quest. Da gibt's zwei oder drei, die sich durchwechseln, also es könnte auch sein, dass ihr hier eine andere habt. Das Licht segne euch. So, was müssen wir jetzt machen? Uralte Erdhaufen untersucht. Alles klar, wir haben auch ein Quest-Item mitbekommen. Stahlspaten. Ich nehme die Quest auf. Verwende Patches 9.2.5. Mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch in Viotelka Classic. Wir haben hier ein Quest-Item mitbekommen. Stahlspaten. Kann man sich in die Leiste ziehen. Und hier im Questgebiet muss man zu diesen Erdhaufen laufen. Und diesen Stahlspaten benutzen. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Kanal. Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Wäre voll cool, wenn ihr da mal vorbeischaut. Da ist auch schon einiges los. Und mit euch zusammen wäre noch viel mehr los. Quest-Item hat einen ziemlich langen Cooldown von 10 Sekunden. Muss man immer abwarten. Wenn ihr die Quest in VOTLK Classic macht, zum Beispiel beim Leveln, dann müsst ihr vermutlich ein bisschen länger gegen diese Mobs kämpfen, dann fällt euch dieser Cooldown gar nicht so auf, schätze ich. Wieder eine Spinne gespawnt. Eine Spinne gespawnt. Ist klar. Eine Spinne gespawnt. Und hier benutze ich ein letztes Mal das Quest-Item. Nochmal eine Spinne gespawnt. Und dann ist die Quest auch schon bereit zur Abgabe. So. Quest ist abzugeben bei Hauptmann Brendan. Seid vorsichtig. Insul Drag an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den erwähnten Twitch-Link. Wäre cool, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.